Herzlich willkommen, Wochenabschluss an den Börsen. Es sieht zunächst mal aus, als wenn der Dow Jones, also die amerikanischen Börsen, da weitermachen würden, wo sie gestern geschlossen haben, nämlich zunächst einmal im grünen Bereich. Auch der DAX läuft momentan ganz gut und wie es da im Einzelnen aussieht, das besprechen wir jetzt mit meiner Kollegin Viola Grebe, die in Frankfurt eigentlich sein sollte, aber da gibt es offensichtlich gerade Verbindungsprobleme. Ah, doch, jetzt ist die Kollegin doch noch im Bild. Der DAX leider nicht im Hintergrund, aber du wirst es sicherlich den Zuschauern jetzt erklären, was momentan in Frankfurt passiert. Ja, ihr müsst mir jetzt einfach glauben, also der DAX ist hinter mir tatsächlich und er ist auch gar nicht so schlecht aufgelegt und das ist ja nicht so selbstverständlich. Erstmal sind wir auch mit einer gewissen Zurückhaltung heute gestartet und die ist ja auch mehr als verständlich, denn die ganze Woche werden wir hier ja schon so ein bisschen gelähmt von der Wahl in Frankreich, von deren Ausgang ja doch auch einiges abhängt und deren Ausgang im Moment wirklich sehr schwierig vorherzusagen ist. Also man rechnet da mit vielem. Jetzt ist die Frage nach Brexit-Votum und Trump, ja, muss man sich dann jetzt auch zum Thema Frankreich-Wahl auf ja so ziemlich alles einstellen, aber man zeigt sich doch relativ gelassen. Außerdem hatten wir heute noch keinen Verfalltag. Das könnte eben auch eine Art Stabilitätsanker bedeuten. Aber jetzt am Nachmittag ist der DAX ganz klar im grünen Bereich unterwegs und gestern auch noch der Anschlag in Paris. Das ist natürlich auch noch eine Sache, die eigentlich Börsen belastet, gerade in Bezug eben auf die Wahl in Frankreich. Aber dafür hält sich der DAX jetzt gerade auch am Nachmittag nicht nur gelassen, sondern sehr freundlich oder relativ freundlich jetzt am Nachmittag unterwegs. Und damit gehen wir zurück nach Kulmbach. Euch allen ein schönes Wochenende. Jetzt, wie gesagt, zurück nach Kulmbach, damit an die Wall Street natürlich. Und zunächst einmal schauen wir uns den Dow im Wochenvergleich an. Ja, da hat sich einiges getan. So unterm Strich werden ein paar Pünktchen Gewinn letztendlich übrig bleiben. Es war natürlich gestern dieser massive Anstieg, den wir zeitweise gesehen haben. Wobei massiv natürlich in absoluten Zahlen zu sehen ist. Es war ein Plus von 200 Punkten. Das ist natürlich deutlich. Prozentual gesehen ist es natürlich nicht einmal ein ganzes Prozent gewesen. Aber nichtsdestotrotz, die Pläne oder die Aussagen, dass die Steuerreform in den USA jetzt doch unmittelbar offensichtlich bevorsteht, haben die Börsen beflügelt und könnten das in den kommenden Tagen weiterhin tun. Ich gehe fest davon aus, dass Donald Trump und seine Mitstreiter hier keine Gelegenheit auslassen werden, um auf dieses Thema nochmal einzugehen und letztendlich auch dafür zu sorgen, dass dann die Amerikaner sehr genau wissen, wem sie denn diese Geschenke, so es denn welche gibt, auch zu verdanken haben. Also insgesamt keine so schlechten Vorzeichen für Europa. Da warten wir ganz einfach den Sonntag mal ab, wie sich das da entwickelt. Und jetzt habe ich Ihnen ein paar Aktien mitgebracht. Es gibt so thematisch gibt es jetzt nicht besonders viele Dinge an der Wall Street. Ja, Mattel hat mit seinen Zahlen gepatzt und wird auch entsprechend abgestraft. Es gab auch noch ein paar andere Meldungen, aber das war eigentlich nichts Großes. Was ich jetzt gemacht habe, ist Folgendes. Ich bringe Ihnen einfach mal einen Satz Charts mit, von denen ich glaube, dass sie besonders gut aussehen. Das ist das eine. Und bei denen ich aber auch der Meinung bin, dass die Aktien weiterlaufen werden. Da haben wir zunächst einmal Alibaba und da haben wir jetzt den langfristigen, den 3-Jahres-Chart dabei. Empfohlen hatten wir das Papier am 4.9.2015. Und sowas passiert selten. Also hauptsächlich passiert es am Stammtisch, dass man genau das Tief oder doch in der Nähe des Tiefs einsteigt und natürlich dann auch in der Nähe des Hochs aussteigt. Aber hier ist es tatsächlich so gewesen. Ich habe extra mal nachgeschaut, wann es gewesen ist. 4.9.2015, also hier irgendwo in dem Bereich müssen wir, ich glaube es war hier, haben wir die Kaufempfehlung ausgesprochen von 60 mittlerweile auf 106. Das ist ein Anstieg von um die 70%. Und ich glaube, dass Alibaba, obwohl der Anstieg ja wirklich doch relativ steil ist, dass die Aktie noch nicht ausgelaufen ist, dass hier noch genügend Potenzial ist. Und vor allen Dingen deshalb, weil ich einfach damit rechne, dass Alipay der größte ja, Online-Bezahldienst in Asien, dass die demnächst irgendwann mal Börsenpläne veröffentlichen werden. Und in dem Fall hätte Alibaba ja die Möglichkeit, eine Option zu ziehen, die es letztendlich mit 33% dann an dem Unternehmen beteiligen würde. Und wenn ich mir die letzten Monate anschaue im Konzern, was sich alles getan hat hinsichtlich der Cloud, hinsichtlich des internationalen Wachstums, dann bin ich weiterhin auch sehr, sehr zuversichtlich, dass die Aktie weiter laufen wird. Kommen wir zu Weibo, habe ich schon alles zu gesagt, ganz oft.
Tolle Aktie, viel besser als das Original in Amerika, also letztendlich Twitter. Klar, hier gab es so einen kleinen, einen auf die Mütze. Aber wenn Sie sich vorher den Kursverlauf anschauen, dann ist das alles absolut zu vertreten und zu verkraften gewesen. Und vor allen Dingen auch hier den langfristigen Trend, der nie unterschritten wurde. Und jetzt sieht das schon wieder so aus, als wenn die Aktie vor den Quartalszahlen, die dürften etwa Mai kommen, im Mai kommt, dass hier nochmal tatsächlich ein Aufschwung stattfindet. Weshalb? Weil die Anleger ganz einfach darauf spekulieren, dass Weibo dass das sehr starke Wachstum aus dem letzten Jahr in das neue Jahr mit rübergetragen hat und dass hier Dinge wie Live-Videos die ganze Sache noch besser monetarisieren und die Profite letztendlich noch höher ausfallen. Am 15.02. war hier die letzte Kaufempfehlung. Sie wissen natürlich, wir hatten sie schon häufiger dabei, aber am 15.02. war letztendlich die letzte Kaufempfehlung und das war natürlich jetzt vom Timing nicht ganz so optimal, das dürfte etwa hier gewesen sein, dann ging es nochmal kurz hoch und dann, wie gesagt, erstmal nach unten, aber das ist alles überschaubar, kein großes Problem und ich bin weiter absolut positiv für die Aktie gestimmt. Kommen wir zum Momo. Momo, ja, die meisten wissen ja immer noch nicht, was das ist. Das ist so eine Art Facebook auf lokaler Ebene, hätte man jetzt sagen können, aber ich glaube, dass mittlerweile viele Menschen das Ganze, vor allen Dingen in China auch, als Dating-Plattform nutzen und auch hier war es letztendlich, das brach Wachstum und das muss man wirklich brachial bezeichnen. Der Umsatz letztes Jahr plus 500%, das ist natürlich schon ein Knaller gewesen. Das hat die Aktie auch ordentlich nach oben geschoben. Am 5.4. waren wir hier nochmal, das muss kurz vor dem Ausbruch hier gewesen sein, sind wir dann trotzdem nochmal long gegangen, obwohl ja diese Aufwärtsbewegung schon so stark gewesen ist. Aber auch da bleiben wir vor den Quartalszahlen dann relativ gelassen und gehen davon aus, dass die Aktie weiteres Potenzial hat. Kommen wir zu Shopify. Shopify, mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent es sind, 150, 200%. Wir haben die Aktie empfohlen am 8.4.16. So, das ist hier irgendwo gewesen. Dann ging es nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Und immer noch kennen viele das Unternehmen überhaupt nicht. Es ist letztendlich eine One-Stop-Shopping-Lösung für kleine und mittlere Unternehmen, die eine E-Commerce-Umgebung brauchen, aber jetzt nicht sich drei Anbieter suchen wollen für Bezahlvorgänge, für die Warenwirtschaft und für den Auftritt nach draußen, sondern sich das Komplettpaket bei Shopify besorgen, dann halt dafür einen monatlichen Betrag bezahlen und den Rest erledigt das Unternehmen. Und schauen Sie sich an, wie sich hier der Kurs wie eine Rakete, klar, da kann es immer mal passieren, dass wir ein Stückchen zurückkommen, meine Güte, 15% vielleicht mal nach unten oder 20%, aber angesichts dieses massiven Anstiegs kein Problem. Und dann kommen wir noch zu iRobot und das finde ich ganz spannend. iRobot ist ja auch so eine Aktie, die ein bisschen im Verborgenen werkelt, obwohl viele Millionen Menschen mittlerweile diesen kleinen automatischen Staubsauger zu Hause haben. Wir werden in der kommenden Woche im Aktionär auf dieses Thema Haushaltsroboter und aber insgesamt auf die Roboterindustrie nochmal genauer eingehen und Sie werden dann auch was zu iRobot finden, aber schauen Sie sich diesen wunderbaren Anstieg über die Zeit, über das letzte Jahr an und die Aktie zeigt überhaupt gar keine Schwäche, ganz im Gegenteil, kurze Korrektur und schon ging es weiter nach oben. Jetzt sind wir wieder kurz vor einem weiteren Rekordhoch. So, das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ich hoffe, Sie hatten so viel Spaß mit den Aktien wie wir, damals sie rauszufinden oder die ist ja teilweise gar nicht damals gewesen, sondern erst ein paar Wochen her. Und schauen Sie sich das nochmal an. Wir glauben weiter, dass die Aktien auch auf dem aktuellen Niveau noch kaufenswert sind. Ansonsten wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende, gute Kurse für heute und dass wir uns in der nächsten Woche hier an gleicher Stelle wiedersehen. Bis dahin, tschüss.